whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir eine Flasche hier auf meinem Fass, einen Glenlivet Nadura. 16 Jahre in der großen 1-Liter-Flasche, 48 Volumenprozente. Die ist schon was Besonderes. First Fill Bourbon Casks. Und ja, leider gibt es eine schlechte Nachricht. Sie ist eine auslaufende Position. Nein, nicht weil der Korken ausläuft, nein, sondern weil sie nicht mehr so produziert werden wird. Die Nadura gehen nämlich jetzt hin zu einem, ja, zur Abfüllung ohne Altersangabe, wie ich letztlich hier diesen hervorragenden, was war das, Oloroso Sherry Nadura probiert hatte. Allerdings keine 16 Jahre alt. Nadura heißt das Original oder so ähnlich und soll verdeutlichen, wie im 19. Jahrhundert, als nämlich die Brennerei Glenlivet gegründet wurde und er ein Namensgeber für die gesamte Region war, wie damals Whisky hergestellt wurde. Damit ist er also auch nicht kühl gefiltert, hat einen höheren Alkoholgehalt von 48 Volumenprozenten. Den haben sie jetzt bei den neueren Flaschen eigentlich, ich glaube, regelmäßig auf Fassstärke erhöht. Und ich packe immer solche Flaschen gerne aus, wenn es was Besonderes auszupacken gibt. Das ist zwar jetzt auch nur eine Pappschachtel, wie die anderen auch, aber die Glenlivet-Flaschen sind alle in einem Papier eingepackt und das raschelt so schön und macht schon was her. So, also hier steht es nicht kühl gefiltert, 48 Volumenprozente, in die Flasche gefüllt im Juni 2013. Jetzt schreiben wir Oktober 2015, ist also schon 2 Jahre her. Das ist das Batch Nummer 613F, jo, mit Buchstaben dabei. Und hier hinten drauf ist auch noch eine Geschmacksbeschreibung. Also erstmal Farbe, Pale Gold. Ja, auch wenn ich glaube, dass dieser Whisky so gut wie nicht gefärbt ist, weil er halt mit dem First Fill Ex-Bourbon Cask das überhaupt nicht nötig hat. So müssen wir doch dazu sagen, dass der Farbe hat, weil wir keine anderen Aussagen von den Brennereien darüber bekommen. Und dann müssen wir vom schlechtesten Fall ausgehen. In der Nase, weich und reich, floral, kandierte Haselnüsse. Ja, das habe ich ja noch überhaupt nicht. Geht das kandiert? Ich kenne das nur mit Zucker überzogen. Ne? Und cremige Pralines mit einem trockenen Zitrus, trockenen Zitruseichigkeit. Ja, Eichen kommt von dem Fass, ganz klar. Und Zitrus kommt normalerweise vom Brennereicharakter. Im Geschmack weich, süße Vanille. Mit einer leichten Würzigkeit. Im Finish befriedigend lang, was immer das heißt. Manche ist kurz, dann darf ich wieder trinken. Und befriedigend lang heißt, ja, der hält lange vor. Gut. Trockene Eiche mit Anklingen von Ginger, also von Ingwer, also etwas Schärfe. Und Haselnüssen. So, wir haben jetzt von denen noch eine größere Position bekommen, aber anschließend werden sie sich mit der No Age zufrieden geben müssen. Der ist vom Preis jetzt ganz schön hoch, liegt bei 80 Euro. Aber dafür kriegen sie eine 1-Liter Flasche und sie kriegen 48 Volumenprozente. Das ist schon was. Und die Farbe, sehr angenehm golden und sieht nun wirklich nicht so aus, als hätte man da nur noch herumgepfuscht. Steht da noch mehr? Nein, Glenlivet habe ich schon probiert, wie Sand am Meer. Ne? Und Glenlivet ist eine der guten. Ja, eine, deren grundlegender Geschmack mir hervorragend gefällt. Da war der Korken ein bisschen feucht und ein bisschen alkoholisch, weil die Pulle dermaßen voll war. Also frage ich mich auch, ne? Hätte man eigentlich jetzt mal nachmessen müssen, ob in der Literflasche nun vielleicht 1 Liter und 5 Zehntel drin waren oder so, weil der so arg voll war. Weil ich habe mir sagen lassen, bei der Glasfabrikation sind die Unterschiede sowas von minimal. Oh. Dass es also so große Unterschiede im Füllstand eigentlich gar nicht geben darf. Zitrus.
Dazu leichte florale Noten, ja. Nussig ist das für mich auch, aber ob das jetzt kandierte Nuss ist, das... Voll und weich, nee, kann ich nicht sagen. Also voll ja, aber er hat schon Kraft, er hat Fülle. Die 48 Volumenprozente drücken da ganz schön. Und dieses Praliné, ja, vielleicht ist es so ein Zwischending zwischen Vanille und Karamell, wobei der jetzt nicht besonders vanillig ist und auch nicht besonders karamellig ist. Das kann man nicht sagen. Er ist für seine 16 Jahre erstaunlich frisch und fruchtig. Ja, nicht so alt und tot im Glas. Deutlich Alkoholnote. Oh! Da ist ja ein Abgang drin. Da kommt der Ingwer. Auf der einen Seite ist der Ingwer, auf der anderen Seite ist es rein rassige Eiche. Mit einer zarte Bitterkeit ist da falsch angesagt. Nur mit einer deutlichen Bitterkeit. Die für eine amerikanische Weißeiche außergewöhnlich ist. Außergewöhnliches. Da gibt es auch solche und solche. Die floralen Noten werden ein bisschen stärker, vielleicht so ein bisschen rüber in der Blüte stehenden Rose. Rot. Kann man Farbe riechen. Ich rieche halt immer in den roten. Die Bitterkeit war auf dem Peak da und rapide ging sie weg und hat jetzt einen schönen, angenehmen Nachgeschmack nach diesem Ingwer. Jo. Schön. Jetzt sind auch im direkten Antritt die Haselnüsse da, ziemlich stark. Und Haselnüsse, ich bin Heuschnupfen, allergisch. Und zur rechten Zeit im Jahr, wenn die Haselnüsse blühen, dann kann ich auch mit den Haselnüssen nichts anfangen. Dann geht da also bei mir das Immunsystem durch. Und deswegen hat für mich Haselnuss immer so einen scharfen Charakter. Wenn den Rest des Jahres, wenn ich die dann esse. Und dieser scharfe Haselnusscharakter geht es über in diesen scharfen Ingwer. So, also das ist Würze ohne Ende, nicht alkoholisch scharf. Also das sind die 48 Volumenprozente schön eingebunden. Boah, interessantes Ding. Ja. Also voll und weich ist gerade nett, ne? Also voll ja, aber weich nicht, sondern voll und würzig intensiv. Das beschreibt ihn also nun am besten. Tja, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Halten Sie sich ran. Die Flasche ist schon über 2 Jahre auf dem Markt. Jetzt kommen die Glenlivet Naduras ohne Altersangabe so langsam nach. Hier können Sie sich noch einen mit einem richtig schönen Alter besorgen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.